Thailand, zack. Also morgen wird die Schulter brennen, das sage ich euch. Hat mir jetzt nochmal einen Fisch gebracht. Geil. Petri. Danke. Wie ein schönes Tier. Ja, Freunde, also da kann man doch mal Forelle zu sagen. Also super, hat mir richtig Spaß gemacht. Hier kommt die Einheit, man kennt sie beinweit. Bevor sie einreist, beginnt die Beißzeit. Fishing Team Highlight. Fishing Team Highlight, der Norden ruled. Moin, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute der Chris neben mir. Moin, Chris. Hi, grüß dich. Danke für die Einladung. Ja, wo befinden wir uns denn hier heute? Ja, wir sind heute im Angelparadies Burgdorf und wir hoffen, dass wir ein paar schöne Forellen fangen können, die wir euch dann natürlich zeigen wollen. Genau, also nicht immer nur Zander und Barsch, sondern jetzt wollen wir einfach mal so ein bisschen auf Forelle gehen. Ihr wisst, jetzt ist ja auch langsam die Schonzeit und für mich ist das wieder was ganz Neues. Ich lerne natürlich immer gerne was dazu. Das ist heute Chris seine Mission, mir so ein bisschen was beizubringen und wir nehmen euch natürlich den ganzen Tag mit. Zwei Bisse hatten wir auch schon, dürfen wir gar nicht erwähnen. Nee, lieber nicht. Haben wir nämlich verkackt, aber die Fische beißen. Und wir wollen jetzt einfach herausfinden, ob sie aktiv oder ob wir sie passiv fangen mit Bombarden, Posen, was auch immer du mir gerade alles schon vorgestellt hast. Genau, Spoons noch. Spoons. Das wird euch Chris aber alles noch ein bisschen näher vorstellen, weil für mich ist dieses neue oder dieses moderne Forellenangeln recht neu. Ich würde sagen, wir starten einfach, oder? Kriegen wir hin. Petri. Dir auch, danke. Leute, schaut mal, wir haben jetzt den ersten Biss auf Trimarella, haben ein bisschen probiert, auf Spiro und so ging gar nichts, aber jetzt die Bienenmale hat sie genommen. Drückt mir mal die Daumen, dass wir den jetzt auch rauskriegen. Und hängt. Sehr schön. Jawohl, das ist der erste Fisch. Sehr schön. Ah, den haben wir gleich. So, schaut mal hier, das ist jetzt der erste Fisch, gefangen auf Trimarella. So kann es weitergehen. Dickes Petri nochmal. Danke. So, wir haben jetzt Fisch Nummer 2. Auf Grund gefangen, passiv mit Powerbite. Sieht eigentlich ganz gut aus, der müsste dran sein. Und hängt. Sehr schön. Auch schon ganz links rüber gezogen. Hab ich vorhin schon, die hat auch richtig Power, macht richtig Spaß. Das sieht doch gut aus, Chris. Auf jeden Fall. Ja, eine Runde dreht die noch. Also ganz will sie noch nicht, ne? Nee. Ja, wie gesagt, die haben richtig, richtig Dampf. Das macht richtig Spaß. Oh, jetzt aber. Ja, Freunde, der Chris verarztet gerade noch seine Forelle. Da tauchte auch meine Pose ab bei Trimarella. Ja, ich werde jetzt auch mal anhauen. Und hängt. Also die ist auch gut krumm, die rote. Geil, Petri. Ja, macht sauber. Auf jeden Fall richtig Alarm auf diesen dünnen Ruten. Also mal eine ganz andere Angelart, aber Trimarella überzeugt mich. Macht mir auf jeden Fall Spaß. Und ja, hat auch sofort funktioniert. Also wie gesagt, Chris hat gerade seine Forelle erst verarztet. Und dann ging es bei mir gerade los. Da kommt doch Freude auf. Auf jeden Fall. Jawohl. Sehr geil. Top. Ja, also Forellenangeln kann auch wirklich richtig Spaß machen. Super. Ja, wie gesagt, war gerade ein bisschen Hektik. Chris mit seiner Forelle, da pfiff meine Trimarella-Rute auch gerade ab. Also hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Also auf Trimarella scheint so heute zu stehen. Der Nachbar hat auch schon zwei richtig schöne Wasserschweine auf Trimarella überlisten können. Ja, kein Riesenfisch, aber ich freue mich natürlich und auf jeden Fall entschneidert. Jetzt haben wir schon mal 3 im Sack. Also ist doch für den Winter auf jeden Fall top. Ja, wie ihr gesehen habt, wir haben ja jetzt schon 2 Fische auf Trimarella fangen können. Ich wollte euch kurz mal die Rute zeigen, die wir hier fischen. Das ist eine Prestige Evo Traut. Die hat ein Wurfgewicht von 2 bis 7 Gramm. Und dazu haben wir eine 4000er Rolle. Und als Pose nehmen wir hier so einen Popper. Der hat 3 Gramm und der sorgt dafür, wenn man den so tremarellert, dass er immer schön das Wasser verdrängt. Und dadurch entstehen kleine Druckwellen und das lockt die Fische an. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie man die Bienenmaden anködert. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier immer einen extrem dünnschenkligen Haken. Das sorgt dafür, dass die Bienenmade nicht ausläuft. So, nehme ich einmal die Bienenmade und steche die knapp hinterm Kopf ein. So, einmal rüber und jetzt fädel ich die komplette Bienenmade auf den Haken auf und versuche hinten möglichst mittig aus den Haken austreten zu lassen. Dann
nehme ich meinen drei Finger und ziehe die Bienenmade leicht über einen Hakenschenkel hinten rüber. So, jetzt ist die Bienenmade auf dem Vorfach. Das sieht man auch und die ist nicht ausgelaufen. So, jetzt nehme ich die künstliche, pieke sie einmal auf. Und ihr könnt so sehen, hier sind so kleine Beinchen, die versuche ich immer auf die Innenseite zu bringen. Und dann, nach dem ersten Drittel so ungefähr, kann die Bienenmade, kann der Haken dann austreten. So, das war's auch schon. Jetzt haben wir eine schöne L-Form und die dreht sich gleich super. Ja, so baut man natürlich einen perfekten Köder, das beherrsche ich noch nicht so richtig. Zur Tiefe, ich war eben auf 2,50 Meter, ich hatte keine Bisse, die Nachbarn hatten Bisse und dann habe ich eben die Pose noch mal ein bisschen flacher gestellt. Also trotz dessen, dass wir jetzt Januar haben, haben wir doch gemerkt, die Fische sind eigentlich gar nicht so tief. Das habe ich mich hier selber kurz gehakt. Sprich, die stehen einfach schon noch ein bisschen flacher. Zur Technik an sich, also Chris hat mir das eben, glaube ich, 2-3 Mal gezeigt. Ich habe es gleich übernommen, damit möchte ich mich gar nicht selber loben. Aber es macht einfach Tiere Spaß. Also ich glaube, ich werde so ein Tramarella-Angler. Also man wirft ganz normal aus, wie beim Schleppen. Wenn die Pose aufgekommen ist, machen wir jetzt hier so ganz kleine Schläge in die Rute. Sprich, wir zittern. Und durch dieses Zittern wird die Pose natürlich immer so ein bisschen angehoben. Und ja, der Köder hat natürlich ein richtig verführerisches Spiel, gerade durch diese besagte L-Form. Also wir kurbeln hier wirklich ultra langsam, also gar keine schnellen Umdrehungen. Und wenn man dann den Biss spürt, also den spürt man dann auch schön in der feinen Rutenspitze, dann gibt man ihn einfach ein bisschen Schnur und haut dann ganz normal an. Also es macht einfach wirklich Hölle Spaß und drückt uns mal die Daumen, dass wir noch 1-2 Fische überlisten können. Was denn? Oh, ich hab einen Biss. Echt? Ja. Da ist Biss. Hä? Und hängt. Das ist eine schöne. Ja, Freunde, live auf Cam, auf der GoPro. Diesmal auch eine schönere. Also Tramarella läuft richtig gut. Die Rute bügelt krumm. Jetzt haben wir auch mal eine etwas bessere. Noch haben wir sie nicht, aber zumindest dran. Also das macht schon Spaß mit solchen Routen, wenn die immer bügelkrumm sind. Mal was ganz anderes für mich. Ja, die haben, ich sag das ja die ganze Zeit, aber die haben schön Dampf, ne? Also das macht richtig Bock, die haben richtig Kraft. Der Biss kam auch wieder mehr oder weniger vor den Füßen. Unsere Nachbarn hatten auch die meisten Bisse tatsächlich vorne am Ufer. Und jetzt, wo die Sonne draußen ist, das macht schon Spaß. Boah, das ist eine richtig, richtig gute. Ja, dann hoffen wir doch, dass sie rauskommt. Ja, kriegst du hin. Ja, Freunde, also die ist nicht weit weg, aber ich krieg sie nicht zum Kescher ran. Also die haben hier im Angelparadies Burgdorf auf jeden Fall richtig Kraft. Das macht schon auf jeden Fall Laune. Ah, da kommt sie. Auf jeden Fall ein schönes Tier. Jawohl, jawohl, Petri. Petri, dank. Richtig gut. Ja, Freunde, also da kann man doch mal Forelle zu sagen. Also super, hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, Freunde, Tramarella-Montage funktioniert wirklich einwandfrei. Also ich habe es mir gerade von Chris zeigen lassen. Ist jetzt der zweite Fisch binnen kurzer Zeit. Einen schönen Biss noch versaut. Ja, und dann natürlich so eine 2 Kilo Lachsforelle makellos. Also auch eine Top-Qualität, die hier rumschwimmt in dem See. Also ich freue mich auf jeden Fall richtig über diesen Fisch. Und ja, kann auf jeden Fall weitergehen. Habt ihr jetzt gesehen, wie Dome mit der Tramarella-Technik Fische gefangen hat? Ich werde jetzt noch ein bisschen mit der Bombarde schleppen. Ich habe mir die hier genommen. Die Bombarden haben den Vorteil, die sinken ab und bleiben in einer gewissen Lauftiefe dann stehen. Also nicht stehen, aber man kann die in einer gewissen Lauftiefe dann schleppen. Hier habe ich auch, wie an der Tramarella-Technik, 2 Bienenmaden dran. Hier habe ich auch eine L-Form gebastelt. Und damit werde ich jetzt ein bisschen schleppen. Und vielleicht kann ich ja noch 1 oder 2 Fische auf die Schuppen legen. Cool, ich würde sie dir gönnen, Chris. Danke. Lass uns starten. Auf jeden Fall. Let's go. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt noch mal eine draufgekriegt. Richtig gut. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen probiert, mit Powerbite zu schleppen.
und hat geklappt. Sehr schön. Ich freue mich. Ich mich auch. Anderthalb Stunden glaube ich jetzt gar nichts. Ne? Ja. Ja, ist heute ein schwieriger Tag. Aber ja, hat nochmal geklappt zum Glück. Richtig cool, ey. Also war wieder ein ganz zaghafter Biss. Aber ich habe die ja ein bisschen laufen lassen und ja, die hat den Köder anscheinend gut genommen. Und passt. Auch eine schöne, ne? Ja, ist okay. Ja, vielleicht jetzt geht zur Abenddämmerung doch noch mal der ein oder andere Fisch. Wir hoffen es, ne? Auf jeden Fall. Aktivität war ja eben ein bisschen besser, ne? So, dreimal ist Bremer recht. Zack. Sehr schön. Petri, mein Freund. Dankeschön. Sehr schön. So, hier könnt ihr noch mal den Fisch von eben sehen. Also ich bin jetzt ganz froh, dass der noch mal gekommen ist. Wir hatten jetzt eine längere Durststrecke, ist ziemlich schwer heute. Aber es gab noch mal ein paar Fische, das ist ganz gut. Ich zeige euch noch mal kurz den Erfolgsköder. Also ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen, nachdem wir die ganze Zeit mit Bienenmade geschleppt haben, auf V-Arbeit umgestellt und das hat den Erfolg gebracht. Ich zeige euch jetzt noch mal kurz, wie ich den Teigdreher mache. Also ich nehme mal so eine kleine Portion, sage ich mal, so ein kleines Kügelchen. Und das rollt. Genau, sieht's aus. Mit der Farbe kannst du hinhauen, ne? So, und dann nehme ich die Kugel zwischen den zwei Handballen und roll die und verdichte so das V-Arbeit. Das hat den Vorteil, dass die Lufteinschlüsse, die da drin sind, alle rausgehen. Und das hält so länger am Haken. Dann nehme ich diese Kugel, schiebe die einmal über den Haken rüber. Und da gibt es jetzt mehrere Methoden. Also ich persönlich schiebe das Powerbite nie auf die Schnur, sondern nur wirklich bis knapp über den Hakenschenkel. Verdichte das hier oben so ein bisschen, dass ich so eine kleine Tropfenform habe. Und dann nehme ich einfach Daumen und Mittelfinger, drücke das hier einmal so platt. Und dann nehme ich einmal Daumen und Zeigefinger und forme so einen kleinen Propeller hier. Das war's auch schon. Und jetzt seht ihr hier diesen kleinen Propeller. Und der dreht sich dann bei kleiner Bewegung schon sehr gut. Ja, dann kannst du auch weitergehen, ne? Genau. Fangen wir noch eine. Auf die nächste. Auf jeden Fall. Ja, ich habe dann gerade mal geschaut, wo meine Pose ist. Beim Tramarella-Angeln habe ich gerade noch beklagt, dass der Arm schon wehtut vom Rumschütteln und dann fliegt sie wieder ein. Momentan scheinbar wohl wieder eine kleine Beißphase erwischt zu haben. Sehr schön. Petri. Und das macht doch Spaß. Also wir hatten wirklich anderthalb Stunden gar nichts. Jetzt zwei binnen kurzer Zeit. Also ich bin wirklich zufrieden. Ja, nächste Lachsforelle für mich. Also mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Also sie haben lange, lange kämpfen müssen. Gut, wir haben uns zwei, drei Bisse natürlich versaut, auch wegen der Kamera, da sind wir jetzt einfach mal ehrlich. Aber insgesamt muss man sagen, ist es schon sehr zäh heute, das berichten auch die anderen am Teich. Aber es ist jetzt Fisch Nummer 6, jeder 3 und ich denke für mich jetzt als Forellenanfänger und absoluter Laie, also ich bin zufrieden, ich bin jetzt schon zufrieden mit dem Tag und noch ist nicht aller Tage Abend. Von daher, ich habe die Vermutung, da kommt vielleicht noch einer, mit Glück zwei und dann ist das doch auf jeden Fall eine runde Geschichte. Aber ja. Endlich mal einer aus Buhn hier, oder? Genau, richtig cool. Also wir haben heute eigentlich auch fast alles gefangen, ne? Bombarde, ja, Tremarella, ja. Jetzt noch eine auf Spoon am Ende. Super. Sehr schön. Ja, so wie ihr sehen könnt, der Spoon hängt ganz vorne, FTM Hammer Spoon. Die fische ich ganz gerne und der hat mir heute noch mal einen Fisch gebracht am Ende. Super geil. Ja, der ist krass, ne? Ja. So, da haben wir ihn. Ja, Petri. Top. Mensch, danke. Super. Danke. Ja, das ist der Fisch von eben gerade. Hat auf den FTM Hammerspoon gebissen, Fire Tiger Design, schwarz und hinten vorne Fire Tiger. Ja, 2,4 Gramm, den fische ich super gerne. Hat mir jetzt nochmal einen Fisch gebracht. Geil. Petri. Danke. Ich hab einen Biss. Nee, der ist übergeworden. Nee, hab einen. Ja, hat es dann doch nochmal Richtung Abend geklappt. Also eben ja den Aussteiger gehabt und auch wieder direkt vor den Füßen. Ich habe jetzt mal eine grellere Farbe genommen. Mit einer orangenen Bienenwade und einer echten. Ja, wollte er haben. Das macht doch Spaß. Ist jetzt auch wieder keine ganz schlechte. Aber wie gesagt, für mich ist das absolutes Neuland. Also wenn ich schon sehe, wie diese Route sich immer durchbiegt, also das macht schon echt richtig Spaß. Ja, die Fische sind auf jeden Fall aktiv, ne? Ne, noch ist er nicht draußen, das stimmt. Das Thema hatten wir ja eben. Vorhin war echt eine große, ja. Deswegen jetzt ein bisschen Zeit lassen.
Also stellt euch die Spule auch nie zu fest ein, nehmt euch die Zeit. Ihr habt keine Hindernisse in einem Forellensee, keine Steinpackung, eigentlich keine Bäume. Von daher könnt ihr die Fische auch wunderbar ausdrehen. Zumal es ja echt viel Spaß macht, ne? Oder Chris? Auf jeden Fall. Na, das Witzige ist ja, die sind eigentlich schon immer hier vorne am Ufer. Und trotzdem kriegt man sie noch nicht so richtig ran zum Kescher. Die ist noch nicht fertig, ihr müsst euch ein bisschen gedulden. In der Zwischenzeit könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was bei euch gerade so an den Forellenseen gut läuft. Allgemein, ob ihr sehr aktiv fischt, eher passiv. Köder, Farben, könnt ihr ja mal reintippen. Also wir lesen da, glaube ich, beide sehr gerne. Der Chris auch. Genau, auf jeden Fall. Sind ja auch immer für Tipps und Tricks offen. Ja, vor allem, dass man seinen Horizont noch so ein bisschen erweitert, ne? Ganz genau. Ist ja nicht so, dass meine Schulter schon brennt vom Tremarella angeln. So, ich lerne noch dazu. Das schreibe ich dir in die Kommentare, wie das heißt. Heiland zack, also morgen wird die Schulter brennen, das sage ich euch. Und noch nicht mal eine große, also. Ja. Ja, Petridome. Petri, Dank. Geil. Ach, sogar eine Tigerforelle. Nee. Also haben wir doch nochmal unseren Exoten. Top. Ja, klar, gern. So, nochmal richtig schöner Abschluss. Jetzt hier direkt vom Ufer nochmal auf Tremarella eingestiegen. Also momentan läuft's, ne? Ja. Dome hatte keine Lust mehr. Er sagt, er wollte noch was Neues ausprobieren. Dann habe ich mir die Tremarella-Route nochmal geschnappt. Und ja, es klappt einfach. Also es macht super Bock. Wirklich heute richtig gut. Auf jeden Fall. Eben gerade noch zwei Fische verhaftet. Wunderbar. Da freue ich mich, dass es jetzt gegen Ende nochmal geklappt hat mit den Fischen. Super. Was hast du drauf gehabt? Ich habe wieder den Honeyworm drauf gehabt. Auf deine Empfehlung hin. Orange? Den roten oder orangenen, genau. Die Dinger laufen auch wie Sau, ne? Ja. Kein Wunder, dass sie ausverkauft sind überall. Eingetütet. Top, vielen Dank. Petri. Danke. Jetzt bin ich echt zufrieden mit dem Tag. Toll. Ich. Ja. Ja, das ist der Fisch von eben. Ich muss zugeben, ich war so gegen Mittag ein bisschen deprimiert, weil es echt zäh lief, aber jetzt läuft es gerade und ich bin super happy. Und es läuft richtig, also wir müssen schnell weiter angeln. Genau. Petri. Auf zum nächsten Fisch. Ja, Freunde, der Tag am Forellensee ist vorbei und ich muss sagen, als passionierter Zander, Barsch, allgemein Raubfischangler, habe mich tatsächlich sehr wohl gefühlt am Forellensee. Chris, wie lief's? Also 9 Fische haben wir jetzt fangen können. Ich weiß nicht, wie es hier sonst läuft im Januar. Erzähl doch mal was. Also ich freue mich auf jeden Fall. Mhm. Also ich sag mal so, für den Tag heute können wir eigentlich zufrieden sein. Es war recht schwierig, hat man ja bei mir auch so ein bisschen gemerkt, so gegen Mittag hin war ich schon ein bisschen geknickt, sage ich mal. Aber warst du ein bisschen groggy, ne? Ja, also es lief wirklich schlecht, die Fische waren sehr zickig, ein paar vorsichtige Anfasser hatten wir, aber ja, es war sehr schleppend und schwierig und deswegen bin ich froh, dass jetzt am Ende nochmal geklappt hat. Wir haben jetzt ja 9 Fische schon gefangen, wie du gesagt hast. Einige und verloren. Ja. Waren auch ein paar schöne bei, es ist auch ein schöner rausgekommen, so ist es nicht. Allgemein auch die Nachbarn haben hier wirklich richtig dicke Wasserschweine gefangen. Also hier ist schon ordentlich Fisch drin, in guten Größen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, also muss ich jetzt als Laie mal so sagen. Genau. Ja, die meisten Fische haben wir auch aktiv gefangen jetzt im Januar. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Also die toten Ruten haben wir uns, glaube ich, eine Forelle gebracht. Ja. 8, 9 Fische oder 8 Fische wären es dann jetzt. Laut Adam Riese haben wir tatsächlich geschleppt oder mit der Tremarella-Technik. Ich weiß, ich muss es nochmal lernen, das Wort. Genau. Ja, also haben wir auf jeden Fall aktiv richtig Bock gehabt heute. Ja, also kann man sagen, Tremarella war heute wirklich top. Also da gibt es gar nichts. Mhm. Nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen. Also kann ich euch nur empfehlen, das ist eine Top-Technik, macht richtig Bock und fängt Fisch. Ja, definitiv. Zum Tackle, was wir gefischt haben, das bekommt ihr alles bei Angelshop Gerstner. Schaut mal vorbei, mit unserem Code FDH10 bekommt ihr ja 10% Rabatt. Unterstützt damit auch unseren YouTube-Kanal. Angelshop Gerstner freut sich natürlich auch über jede Bestellung. Ich stelle das ganze Tackle, was wir heute gefischt haben, aber auch nochmal unten in die Videobeschreibung rein. Da könnt ihr dann gerne nochmal schauen. Ihr sollt natürlich auch nicht leer ausgehen, von daher haben wir uns jetzt ein Gewinnspiel ausgedacht. Das, was ich jetzt hier quasi einblende, das könnt ihr gewinnen. Ich würde sagen, das Gewinnspiel läuft bis zum nächsten Sonntag. Ja, was müssen die Zuschauer tun, Chris? Ja, ist ganz einfach. Dome hat heute einen richtig schönen Fisch gefangen und ihr müsst schätzen, wie groß der war. Also easy, haut ordentlich in die Tasten. Genau, einfach in die Kommentare schreiben. Wenn da einer oder wenn es mehrere Leute gibt, die die richtige Lösung erraten haben, dann entscheidet natürlich das Losverfahren. Aber so könnt ihr auch noch mal ein paar tolle Köder abstauben. Vor allem neues Tackle, da sind ja auch neue Pasten mit, die jetzt auf dem Markt sind. Also ich denke, ein ganz cooles Gewinnspiel. Einfach auf jeden Fall.
lohnt sich mitzumachen. Genau. Ansonsten schaut auch mal unbedingt bei Chris auf der Instagram-Seite vorbei. Chris ist hier sehr, sehr oft am Angeln. Da seht ihr immer tolle Fangbilder und auch Tipps und Tricks. Und ansonsten würde ich sagen, ja, haben wir uns jetzt das warme Sofa zu Hause verdient, ne? Auf jeden Fall, ja. Lass uns starten. Leute, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.